So, Studio Z meldet sich live von der Fachmesse Zukunft Personal in Köln. Und neben mir steht? Jenny Lienhardt. Und es geht um den HR-Nachwuchs. Um was geht es konkret, beziehungsweise was machst du? Ich bin bei der DGFP, das ist die Deutsche Gesellschaft für Personalführung, und betreue da das HR-Nachwuchsnetzwerk, das Young Professional Network, kurz YPN. Es geht halt auch darum, jungen Leuten eine Orientierung zu geben, die vielleicht geeignet wären, ins Personalmanagement einzusteigen. Genau, wir betreuen sozusagen vom Studenten bis über den ersten Job hin zur ersten Führungsposition sozusagen das komplette, die komplette Bandbreite bis zum 35. Lebensjahr. Nun gibt es ja, sag mal, so klassische Karrieren. Von früher kenne ich das noch. Das waren häufig Juristen, komischerweise. Die gibt es auch immer noch, glaube ich, in sowohl der Personalentwicklung als auch im klassischen HR-Management. Aber das ändert sich, glaube ich, ein bisschen. Ja, es wird sehr viel breiter und tatsächlich wird das Interesse an Personalarbeit auch breiter. Also was wir zum Beispiel mittlerweile oft haben, wir haben einige ITler, Informatiker, auch Ingenieure, die in den Personalbereich gehen, gerade an den Schnittstellen dann. Also wenn es darum geht, HR zu digitalisieren, haben wir einige tatsächlich, die gar nicht originär Personaler sind. Dann haben wir natürlich auch viele Wirtschaftspsychologen, die irgendwie mit reinkommen oder aus der Erwachsenenbildung kommen. Die sind dann eben häufig in der Personalentwicklung. Wir haben aber auch eben Leute, die aus anderen Bereichen kommen und sich mit der Frage auseinandersetzen, wie wollen wir eigentlich arbeiten und damit tatsächlich eigentlich HR mitmachen, auch aus anderen Bereichen heraus. Und so klassische BWL wahrscheinlich auch? Klar, klar, auch. Und auch, wie du sagst, Juristen. Also wenn wir uns mal anschauen, wer ist sozusagen in Deutschland auch ganz oben, wer ist CHRO, sind das sehr viele Juristen, viele Arbeitsrechtler weiterhin, ja. Ja, in dem Bereich Informatik hast du ja schon angeschnitten, dann könnte man vielleicht noch erweitern auf Data Science. Ne? Thomas Ramge von Brand 1 hat das gerade auf der Bühne angesprochen in der Diskussion mit LinkedIn. Er wundert sich, dass da mal gerade die HR das Datengetriebene so nach vorne stellt, obwohl es da mal um Menschen geht. Und das müsste ja vielleicht so die letzte Insel der Glückseligen sein, wo es aber nicht so viel um Daten geht oder zumindest um KI und datengetriebene Modelle. Ja, ich glaube, da ist es wirklich wichtig, sich mal HR insgesamt anzuschauen. Also ich bin auch keine HRlerin, ich komme nicht klassisch aus dem Personalbereich, sondern aus einer anderen Ecke und finde es sehr spannend, mal zu schauen, wie ticken denn die Personaler? Was halten die von sich selber? Was denken die über sich selber? Und ich glaube, HR hat sehr viele Jahre immer nur gehört, ja, ihr seid ja die Mädchen vom Personal, ne, mit den hübschen Blüschen und mit dem Käppchen und lasst uns mal sprechen. Und vielleicht ist deshalb der Wunsch auch da, diese harten Fakten zu haben, um mal zu sagen, hey, so sieht's aus und das kann auch keiner wegwischen. Und ich glaube, es ist aber für HR extrem wichtig, sich beides zu erhalten. Also auch eben zu schauen, wie kann ich datengetrieben sein, wie kann ich meine Arbeit eben auch auf ein gutes Fundament stellen. Das hat nicht unbedingt nur mit Daten zu tun, sondern einfach auch mit Wissenschaft. Aber eben gleichzeitig auch, wie kann ich den Menschen in den Mittelpunkt der Profession stellen. Ja, vielleicht dann auch mal ein Warnschild aufzustellen. Es gibt ja, sag mal, auch Modelle und auch Software sogar, wo ich dann schon, sag mal, so Artikel geschrieben habe, der Weg in das digitale Hamsterrad. Ja? Also wo man dann halt so Nasenringsysteme einführt, wo man Menschen so dicht taktet wie zur Zeit der Industrialisierung, also der Massenfertigung, dass das also rüber flutscht auch in die Wissensberufe. Das ist eine Entwicklung, die dürfte eigentlich HRler nicht so gefallen. Ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig, drauf zu schauen, was wollen wir damit. Und ich glaube, es ist immer eine Gefahr, egal in welchem Bereich, wenn es die Möglichkeit gibt, es auch zu machen. Vielleicht mal, um es mal auszuprobieren. Und da muss man genau hinschauen, was wollen wir eigentlich wirklich machen und was auch nicht. Und ich glaube, dass da insgesamt auch die Arbeit mit dem Betriebsrat eine große Rolle spielt. Okay. Also die Sozialpartner, die da auch eben eine stärkere Rolle spielen, sollen das ja eh auch machen und eben nicht nur unbedingt ein Bremsklotz sind, was wir oftmals hören, ne? Der Betriebsrat gegen Personal. Ich glaube, man kann wunderbar Hand in Hand arbeiten. Und wir haben auch sehr viele Beispiele aus unseren Mitgliedsunternehmen, wo das auch tatsächlich so ist. Ja, ich meine, es ist ja auch eine normative Frage, ne? In welche Richtung will man? Wir haben Beispiele gehört von einem Hedgefonds, der jetzt, naja, die sind sowieso nicht irgendwie so sozial, sag ich mal, orientiert. Die sagen, oh, 75% unserer Entscheidungen wollen wir automatisieren. Das ist dann mal eine Richtungsentscheidung. Da kann man sagen, okay, human ist sie nicht. Aber es ist eine normative Entscheidung, das muss man ganz klar sagen. Das können eben auch Unternehmen lenken, sowas.
Ja, absolut. Aber das ist eine Sache sozusagen, die auch wieder auf Unternehmensstrategieebene ansetzt. Ne? Also wo will man hin und was soll HR tatsächlich auch machen? Also soll HR eben Arbeitsverwalter sein? Ja? Und dann, wenn wir darüber reden, es gibt immer mehr Maschinen, also auch im gewerblichen Bereich sozusagen, sollen das die Experten dafür sein, wie die Maschinen ineinander greifen oder wie man dafür sorgt, dass die am produktivsten sind oder um was soll es eigentlich gehen? Ja, muss man eben auch aufpassen, dass man nicht seinen eigenen Job wegrasiert, ne? Dass dann irgendein Chatbot dann an die Stelle gerückt wird, ne? Bei der Personalentwicklung oder so. Wenn der Nachwuchs sich orientieren will, dann ist er natürlich auf der Zukunftspersonalmesse auch gut orientiert. Wo findet man euch? Wir haben tatsächlich keinen eigenen Stand. Was? Wir sind aber heute hier vertreten tatsächlich und auch morgen wird ein Kollege mit hier sein, der am Stand von SAP einen Vortrag hält, der Christian Lorenz. Okay, und sonst wo noch aktiv beim HR Roundtable oder sonst wo? Genau, wir sind hier überall mit unterwegs. Mehrere Kollegen, wie gesagt, morgen und auch übermorgen sind noch da. Und ansonsten findet man uns natürlich in Frankfurt in unserer Zentrale. Ja. Und deine Initiativen, wo findet man die im Netz? Die findet man unter dgfp.de/ypn. Super, das schreibst du dann am besten nachher noch um das Video auf der Facebook-Seite von Zukunft Personal. Ja, vielen Dank und viel Erfolg für deine Arbeit. Vielen Dank und euch noch einen schönen Tag hier. Und wir schneiden nicht, sondern drücken jetzt auf Finish. Das ist alles hier live und ungeschminkt. Ja, ja. Ne? So, okay.